Andere Spieler, es gibt einen Heimsieg im einem allen wichtigen Derby. Es ist heute um viel gegangen für euch, um ja, das Behaupten von der Tabellenführung für den FC Langenthal ist es um viel gegangen, damit sie weiterführen können, Vorstoss in den Tabellen. Am Schluss gewinnt man den Match mit 5-4. Wie hast du den Match heute erlebt? Ja, am Anfang war es recht ausgeglichen. Für uns war es wichtig, dass wir viel laufen und ein gutes Gefühl holen für die Playoffs. Und, ja, wir könnten sicher noch einen besseren Job machen, aber es ist, glaube ich, nicht schlecht gelungen. Du hast relativ gut losgelegt und eigentlich die ganze Geschichte eigentlich über 60 Minuten im Griff gehabt. Hinterhin zwei, drei Mal, sagen, mal unglücklich gekämpft. Ja, was hätten wir denn anders machen, als wir die Geschichte vielleicht vorher können entscheiden können? Ja, vielleicht ein bisschen konzentrierter. Wir haben ab und zu einen blöden Scheibenverlust gehabt, ein Bein nicht recht bewegt und das können wir sicher noch besser machen. Sicher ein wichtiger Sieg heute. Wie würdest du den einstufen heute oben? Ja, ist sicher cool, vor vollem Haus das Derby gewinnen. Und wichtig ist, dass wir das Gefühl mitnehmen und nächstes Mal nochmal einen drauflegen. Du bist langsam aber sicher jetzt angekommen hier, bei mir hat es ja auch einen wunderbaren Einstand gehabt. Jetzt ein weiterer Match, wo kannst du ja, schon zu Buche schlagen. Ja, wie ist so die Stimmung beim anderen Spieler hier bei mir hat es ja auch? Ja, ist cool, kann man so einen Einstand haben. Ich meine, nicht Match für Match, Einsatz für Einsatz. Und, ja, ich versuche nicht viel zu studieren, weil es kann auch anders mal gehen und darum einfach ja, Tag für Tag nehmen. Jetzt geht es in die heisse Schlussphase, der Tabellenplatz 1 will man unbedingt behalten. Es sind noch drei Matches, was wird wichtig sein, die nächsten drei Matches? Ja, einfach so, das Playoff-Hockey spielen, jeden Einsatz wirklich einfach, nicht zu kompliziert, nicht zu viel probieren und dann nehmen wir das gute Gefühl mit. Ja.